Paris hat einen prominenten Fan im Handgepäck. Das ist der Gigi, das ist mein bester Kumpel. Die anderen kennen vielleicht ihn schon. Sag mal drei Sachen, die du an mich liebst. Bauchbeine, Po vielleicht? Egal. Gigi Birofio, die Testosteronschnitte aus Ex on the Beach, Temptation Island und dem Dschungelcamp. Ich hab voll leicht gemacht. Ja, okay, zufrieden. Jetzt zwei, eins, reicht doch jetzt. Will mal, raff dich doch jetzt mal. Treib dir mal so. Chill. Also, kein Harvard. Ja. Yeah. Kein Bastard. Kein Bastard. Nichts gegen Mütter. Nichts gegen Mütter sein. Einfach mal einmal normal. Normal, Tom. Okay. Warum ich Gigi heute mitgebracht habe, einer meiner besten Freunde. Weil ich Fame habe. Mit mir hat er mehr Werbung. Der ist der Einzige, der mich jemals singen gehört hat. Ja. Denk an das Ding, wenn du singst, denk an was Trauriges. Stell dir vor, eine Tour schreibt dir. Stell dir vor, ich weiß, was du meinst. Lass mich doch das fertig sagen. Nein. Ich hab seit 20 Jahren versucht, diesen Satz zu sagen. Lass mich das einfach sagen. Lass dieses einfach weg, Alter. Es gibt Momente, wo ich mir denke, Alter, leck mir am Arsch. Und dann gibt es Momente, Junge, was. Und genau deswegen bin ich hier. Ja, der hat Potenzial. Er kann variieren. Er kann tief und hoch. Hey, beweis einfach und dann reden wir noch. Ich gehe jetzt vor die Jury. Ja, Mann. Ich will performen. Ich will alles aus ihm rausholen. Ich will zeigen, was ich drauf habe. Ich will Herz und Seele geben. Ich will dabei richtig bluten. Und ich will alles geben. Warm. Cut, geben, reicht. Hello. Hallo. Stylo. Hi. Hi. Wer bist du? Also, ich bin der Paris. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Pleidelsheim. Das ist da Ludwigsburg, Stuttgart in der Nähe. Paris ist ein cooler Name. Dankeschön, Katja. Wie lange machst du schon Musik? Ich bin eigentlich mit Musik schon immer so reingeboren gewesen. Ich bin auch übrigens Club- und Festival-DJ. Machst du gut Geld? Ist okay. Ist okay. Was singst du denn für uns? Also meine erste Nummer wäre When I Was a Man von Bruno Mars und meine zweite wäre Treasure von Bruno Mars. Ja. Bruno Mars war mein erster Motto-Show-Song, Billionaire. Ich weiß. Okay, dann schieß mal los. Gut, leg los. Paris. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, ne? Sing zum ersten Mal so. Du schaffst echt, es. Ja? Ja. Paris. Genieß die Zeit, sie kann schnell vorbei sein. Und sehr warm. Oh. Ich war nicht nur. Es liegt in deinen Händen, Paris. Konzentrier dich einfach. Halt das Ding vom Mund. Noch dichter. When my friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Du musst das Ding ans Mik an den Mund halten. Hallo, hallo. Ich meine, das ist ein schwieriger, erstmal sowieso schon mal ein schwerer Titel. Sehr schwierig. Und dann ist aber und deine Mikrofontechnik, die ist natürlich auch voll. Du darfst keine Angst vor diesem Ding da haben. Man muss sich das echt. Aber es war gar nicht mal so weit weg. Ich sehe es ja von der Seite. Ich glaube, du hast einfach super leise gesungen. Also ich glaube, da kommt einmal nicht mehr raus, glaube ich. Also mach mal den anderen Song. Anderen Song? Ja, wir tanzen. Treasure. Ja, aber gib Gas, tanz, mach ein bisschen Show. Alright. Give me your attention, baby. I gotta tell you there's something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. You're so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you when you're mine. Sorry, für mich reicht's hier nicht.
Ich weiß, ich bin nicht der krasseste Sänger. Ich würde gerne mein Potenzial einfach erweitern. Und ich glaube, deswegen... Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich doch zu dir zuerst komme, dann muss ich doch vorher schon versuchen, bevor ich im Casting bin, krass zu sein und mich dann von krass zu überkrass zu entwickeln. Aber herzukommen und zu sagen, so eigentlich so gut kann ich jetzt nicht singen und hoffen, dass es bis zum Finale ist, ja irgendwie auch Quatsch. Ich sehe das ganz anders. Irgendwie hast du schon ein Gefühl in deiner Stimme auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, damit zu arbeiten. Man kann mit dir irgendwas machen. Und deswegen würde ich dir eine Chance geben. Man hat mir auch die Chance damals gegeben. So, ich gebe dir eine Chance. Hat ein Jahr. Dankeschön. Jetzt, ich weiß genau, was Dieter sagt. Ja, ich habe dir eine Chance gegeben, aber... Dir gebe ich keine. Okay. Zu schlecht. Was heißt das jetzt? Du bist nicht der krasseste Sänger. Aber hast du auch gesagt. Ich finde aber, du kannst gut tanzen. Ich finde dich cool. Ich tanze gerne. Dankeschön. Von mir kriegst du ein Ja. Wen hast du denn gewählt? Joker Pietro. Okay. Echt? Natürlich. Bombe. Dann herzlichen Glückwunsch. Ciao. Ciao, mach's gut. Der Fisch hat's geschafft. Der hat's einfach geschafft. Wer weiß, vielleicht sogar am Ende der Pokal als Superstar mit 100.000 Euro Plattendeal und einer Tour mit Dieter.